Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren digitalen Patientenveranstaltung von NIC. Mein Name ist Tanja Renner, Mitgründerin von NIC und ich habe selber eine Autoimmunerkrankung, eine Psoriasis-Arthritis. Mir ist es sehr wichtig, dass Sie heute vieles Informatives mitnehmen können. Und um genau das zu erreichen, berichten dazu heute die Hamburger Rheumatologen Dr. Arias und Dr. Ekin-Konert zum Thema Lupus. Ich bitte Sie, während der gesamten Veranstaltung auch Ihre Fragen zu stellen. Senden Sie uns die gerne im Chat, sodass wir im Laufe der Veranstaltung Ihre Fragen beantworten können. Und ich hoffe, dass wir viele Fragen beantworten können. Nun möchte ich gerne, dass Herr Dr. Arias und Herr Dr. Ekin-Konert sich kurz persönlich vorstellen. Ja, ich glaube, ich fange mal an. Mein Konterpart, Herr Privatdozent Dr. Ekin-Konert, ist der leitende Arzt im UKE, der Universitätsklinik hier in Hamburg. Er ist ein ausgewiesener Lupus-Experte. Er leitet die universitäre Rheumatologie, hat dort eine Ambulanz, ist in der Nephrologie angegliedert und kommt ursprünglich insbesondere aus einer Klinik in Düsseldorf, die auch sich maßgeblich mit dem Lupus beschäftigt hat. Also er ist ein absolut ausgewiesener Experte für die stationäre Medizin. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir ihn heute hier an unserer Seite haben. Ganz herzerwärmend, deine Worte, Peer. Vielen Dank. Macht jetzt schon Spaß. Und Spaß wollen wir auch hoffentlich auch ein bisschen haben, neben dem Informationsgehalt. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich Herrn Peer Arias jetzt seit knapp über 10 Jahren kenne, seit ich hier in Hamburg bin und auch sehr schätze, und zwar vor allen Dingen auch schätze in so Fortbildungsformaten, die wir sehr gerne zusammen machen. Herr Arias hat seinen Schwerpunkt in der Ausbildung in Bad Bramstedt gehabt, was ja wiederum eine ausgewiesene Vaskulitis-Klinik ist. Und hat jetzt eine Praxis in Hamburg, eine große Praxis, ich glaube eine der größten, zumindest in meiner Wahrnehmung, einer der am besten organisierten und gut laufenden Praxis. Und ist neben der Aktivität in der Praxis auch bei uns im Berufsverband sehr aktiv, wofür wir Ihnen alle sehr dankbar sind. Und macht, wie gesagt, sehr gerne auch patientenorientiert, aber auch Fortbildung für Kollegen. Und deswegen sind wir so als Gespann heute eingeladen worden, Ihnen Dinge herzubringen. Wir freuen uns. Dick und doof. Es freut mich sehr, Sie als Experten für diese Veranstaltung gewonnen zu haben. Es gibt viele Fragen für den heutigen Abend. Herr Dr. Ekin-Konert, Lupus, die Krankheit mit den vielen Gesichtern, welche Anzeichen können es sein? Können Sie uns da was zu sagen? Also, wie Sie schon sagen, viele Gesichter, das ist ja auch, wir nennen die Krankheit ja auch oft so den Wolfs, Schafspelz. Die Symptome sind tatsächlich sehr mannigfaltig und richten sich auf ganz verschiedene Organe, was die Krankheit so spannend und für uns auch so als Internisten so interessant macht. Die können beginnen mit ganz banalen Symptomen an der Haut oder auch am Bewegungsapparat, mit Gelenkschmerzen, Gelenkschwellungen. Es kann Dinge imponieren wie Haarausfall oder Mundschleimhautentzündung. Das sind so die Dinge, die der Patient bzw. die Patientin, weil das werden wir heute noch öfter hören, 90% der Betroffenen sind ja Frauen, die Patientin früh merkt und auch zum Arzt gehen lässt. Und es kommt dann im weiteren Verlauf häufig, wenn vor allem die Krankheit schlecht erkannt und schlecht behandelt wird, zu Beteiligung von inneren Organen, also vor allen Dingen von der Niere, aber auch zum Beispiel von Herz und Lunge. Also man sieht schon mal an der Aufzählung, wie mannigfaltig die Krankheit ist und was für ein großes Spektrum sie bietet. Deswegen sind Patienten auch in einem interdisziplinären Team häufig gut betreut und mit verschiedenen Fachärzten. Ich glaube, es ist aber nochmal wichtig zu betonen, dass nicht alle Patienten immer alle Symptome bekommen, die es so in den Büchern gibt. Und du hast jetzt das ganze Spektrum genannt, aber ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass es auch viele, viele Patienten gibt, die in Anführungsstrichen nur vielleicht Gelenkschmerzen haben, aber niemals eine Entzündung am Herzen bekommen oder in der Niere bekommen. Also es ist sehr bunt, aber nicht jeder bekommt alles. Und das Entscheidende ist halt, dass wir die Diagnose so früh stellen, möglichst bei den ersten Symptomen, damit die Krankheit sich gar nicht weiter ausbildet. Also da ich ja nun auch selber eine Psoriasis-Arthritis habe, weiß ich da schon aus meinem Leidensweg, den ich früher miterlebt habe, wie lange es gedauert hat, bis es überhaupt erkannt wurde. Und das ist ja beim Lupus nun noch sehr viel umfangreicher. Arbeiten Sie da mit den Spezialisten der anderen Fachrichtungen zusammen? Oder wie ist es überhaupt, bis ein Patient überhaupt bis zum Rheumatologen kommt? Welche Ärzte empfehlen Sie? Wo sollte man hingehen mit den Symptomen? Also das ist wahrscheinlich vom Kardiologen bis hin zum Nephrologen. Oder wie ist da der Verlauf?
Also ich glaube, wir Rheumatologen bekommen die meisten Patienten entweder über die Hautärzte oder über die Nierenärzte oder auch über die Hausärzte. Wir sind tatsächlich so die Leute, die, wo alles zusammenläuft, wenn also erstmal überhaupt der Verdacht geäußert worden ist, was ja schon mal schwer ist, überhaupt auf diese Idee zu kommen, dann koordinieren wir das. Wir koordinieren das, wir haben eine Art Netzwerk, wir haben Hautärzte, wir haben Nierenärzte, die alle Erfahrungen mit diesen Erkrankungen haben. Und wenn wir glauben, jemand sollte halt zu einem Nierenarzt gehen, weil wir glauben oder fürchten, dass auch eine Entzündung in der Niere wäre, dann können wir halt Spezialisten empfehlen in unserem Netzwerk. Und dafür hat Herr Ikenkona zum Beispiel auch eine ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Das ist ein großes, über ganz Hamburg gespanntes Netzwerk, dem er vorsteht. Und für diese, genau für diese komplizierten Erkrankungen haben, können wir dieses Netzwerk benutzen. Und wir Rheumatologen glauben, bei uns laufen die Fäden zusammen, weil wir nicht die Schlausten sind, sondern weil wir, glaube ich, die meiste Erfahrung mit diesen Erkrankungen haben. Wir sind aber auf die anderen Kollegen angewiesen. Ich kann nicht die Niere punktieren, ich kann nicht ins Auge schauen, ich kann nicht gut die Haut interpretieren. Deshalb sind wir sehr auf diese zuzuordnenden Kollegen angewiesen. Bei der Diagnosestellung ist ja immer ganz wichtig, die erste Hürde ist immer bei der Krankheitsdiagnose, dass man an diese doch recht selten, es ist ja eine seltene Erkrankung, wir schätzen, so in ganz Hamburg haben wir vielleicht so 300 bis 500 Betroffene, bezogen auf 1,5 Millionen bis 1,8 Millionen Einwohner, also es ist selten. Und die erste Hürde ist daran zu denken an diese Krankheit und die nächste Hürde ist dann wiederum in der Diagnostik gar nicht so schwierig, weil wir mit den spezifischen Antikörpern, den sogenannten antinukleären Antikörpern der Nana, ein sehr gutes Tool haben, um die Diagnose dann stellen zu können. Also insofern, der erste Schritt ist erstmal immer die Herausforderung, an diese seltene Krankheit zu denken. Die Diagnose ist dann in den meisten, in den typischen Fällen, zumindest in den meisten Fällen, gar nicht mehr so schwierig, die Diagnosestellung. Und was kann denn in meinem Körper schon passieren, bevor überhaupt die ersten Anzeichen sind oder bevor überhaupt Lupus dann auch erkannt wurde, Herr Dr. Ikenkonat? Also das ist tatsächlich, Herr Arie sagt es ja, dass die Verlaufsformen ganz unterschiedlich sind von ganz leichten Verläufen, die vielleicht prädominant an Haut und Gelenken sich stattfindet, bis zu schweren Verläufen. Und das können wir auch anhand von Blutwerten so ein bisschen im Risiko immer abschätzen, welche Verlaufsform wahrscheinlich die Krankheit nehmen wird. Also insofern nutzt uns Labor nicht nur für die Diagnose, sondern auch für die Prognose und den Verlauf. Und es gibt da tatsächlich Patientinnen, die kommen erstmalig zu uns ins Krankenhaus oder in die Praxen und sind teilweise schon schwer krank, vor allem schwer nierenkrank, weil man diese Symptome wie Nierenbeteiligung oder auch Herzbeteiligung im Anfangsstadium häufig gar nicht merkt, vor allem die Nierenbeteiligung. Die Nierenbeteiligung ist in der Frühphase gar nicht merkbar, sondern sie ist nur über die regelmäßige Untersuchung beim Facharzt frühzeitig zu detektieren. Es ist deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir darauf immer Wert legen, dass diese Untersuchungen regelmäßig gemacht werden. Aber nochmal, nicht alle bekommen jede Nierenentzündung. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass diese Erkrankungen nicht erst ab dem Zeitpunkt in dem Körper sind, wenn das erste Symptom aufgetreten ist. Meistens spielen sich schon diese Entzündungsprozesse über mehrere Monate, wahrscheinlich auch schon Jahre im Körper der Patienten ab. Und dann wartet der Körper, das Immunsystem wartet noch auf besondere Ereignisse, auf Stress vielleicht, sodass das Immunsystem geschwächt ist oder auf einen Infekt, der das Immunsystem schwächt oder auf eine Impfung oder auf einen Todesfall, auf Mobbing, irgendwas, was das Immunsystem ärgert. Und wir sagen dann dazu, das ist ein Second Hit, ein zweiter Schlag. Und dann kommen erst die ersten Symptome. Und beim ersten Symptom wird meistens auch noch nicht die Diagnose gestellt, sondern muss noch ein Symptom und noch ein Laborwert dazukommen. Und dann ist das wie so ein Puzzle, dass sich alles zusammenfügt und dann kann man erst die Diagnose erkennen. Deshalb, das A und O ist das frühe Erkennen, aber nochmal, die Krankheit, die ist schon länger im Körper, das kann manchmal ein Monat sein, das kann manchmal Jahre sein. Bei anderen Erkrankungen wissen wir, dass das Immunsystem schon 15 Jahre zuvor angefangen hat, sich zu verändern. Und da arbeitet die Erkrankung ja doch gegen den eigenen Körper auch in den ganzen Jahren. Also es ist halt ja ratsam, umso schneller man die ersten Symptome erkennt und umso schneller man bei dem Spezialisten dann halt auch einen Termin bekommt und dahin geht, umso eher kann man was dagegen tun. Naja, das ist ja das Hauptproblem, dass diese Symptome, die die Patienten haben, das sind ja keine Symptome, wo jeder sofort auf die Idee kommt, das ist Lupus, sondern es sind ja Symptome, die man auch mal als Gesunder haben kann, mal Gelenkschmerzen, meine Schwellung, meine Rötung im Gesicht.
das ist ja das Gemeine, dass es kein Symptom gibt, was es nur beim Lupus gibt. Und das ist das Schwierige, dass man nicht abgetan wird, dass man nicht heißt, naja, da ist ja schon nichts oder sowas. Diese vielen kleinen Puzzleteile, das ist schwer. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich großen Respekt vor den Hausärzten. Die müssen ja diese ersten Ideen erstmal haben. Und das ist viel, viel schwieriger als für uns Experten. Wir können sagen, Lupus ja, nein. Das ist dann, gibt es nur zwei Möglichkeiten. So ganz ist es nicht. Aber der Hausarzt erstmal auf die Idee zu kommen, da habe ich wirklich großen Respekt. Der hat ja eine Vielzahl von roten Flecken, die er in seiner Praxis sieht. Und nicht alle sind Lupus. Ja, das ist wirklich schwierig, das stimmt. Mich fragte auch eine Teilnehmerin, warum sind es denn eigentlich überwiegend Frauen, die an einem Lupus erkranken? Gibt es da eine Erklärung für Dr. Arias? Christoph? Also die Theorie, die hinter all den Dingen steht, ist ja hinter all unseren Erkrankungen, dass es eine gewisse genetische Dominanz gibt für die Krankheiten. Es ist nie so, dass die Krankheit rein genetisch determiniert ist, also dass man ganz strenge Familienerbgänge hat. Aber es ist ein bisschen, spielen die Gene eine Rolle. Und dann sollen auch vor allen Dingen, und deswegen halt die Frauen betroffen, sollen auch gewisse hormonelle Veränderungen im Körper eine Rolle spielen. Das sind so die zwei Hauptanker, warum man denkt, dass es vornehmlich Frauen sind. Also es gibt ja Männer auch, die betroffen sind. Meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn Männer betroffen sind, dass sie häufig viel, viel schwerer betroffen sind als Frauen. Aber über 90% der Betroffenen sind Frauen. Und woran man das nochmal ganz gut festmachen kann, dass die Genetik eine Rolle spielen muss, ist, wenn man nach Amerika schaut. Weil in Amerika haben wir viele Patienten aus dem schwarzafrikanischen Raum in der Genetik, die also gar nicht aus unserem Formkreis kommt hier, aus dem europäischen. Und interessanterweise sind diese Patienten nochmal viel schwerer betroffen und viel schwieriger zu behandeln. Da sieht man eben, dass die Genetik eine ganz große Rolle spielt. Also Gene plus Hormone plus, wie Herr Arias dann eben sagte, bis zum Auslöser, der sogenannte Second Hit, also der zweite Auslöser, dass man Infekte hat oder Hormonumstellungen, deswegen ja auch zum Beispiel nach oder in Schwangerschaft, dass es dann zu Verschlechterungen oder auch mal zur Erstmanifestation der Krankheit kommen kann. Daran sieht man wieder, dass die Hormone doch eine relevante Rolle spielen. Wie ist das denn, Christoph? Gibt es denn bestimmte Phasen, so Hormonphasen im Leben einer Frau, wo solche Autoimmunerkrankungen häufiger auftreten? Man würde das ja annehmen, weil die Lupuskrankheit, wie wir sie kennen, also die typische, ja vor allen Dingen bei jüngeren Frauen auftritt. Also vor allen Dingen den, eben ja jüngere Frauen, die noch im gebärfähigen reproduzierenden Alter sind. Das heißt, die haben ja ganz andere Hormonspiegel als ältere Patientinnen, wo die Krankheit ja tatsächlich selten auftritt. Also das ist mutmaßlich so, ja. Apropos Schwangerschaft, ist denn ein Lupus vererbbar? Gibt es da Statistiken zu? Nein, also es ist, wie Herr Kinkonat sagt, es ist keine genetische Erkrankung. Es ist nicht wie die Augenfarbe oder die Haarfarbe, dass man sagt, zwei blonde Eltern, die kriegen ein blondes Kind und alles andere muss einen Sorgen machen. Das ist beim Lupus nicht so. Es gibt auch noch nicht mal ein Gen, ein Lupus-Gen, was wir kennen. Wir kennen Gene, die häufiger bei Lupus auftreten, aber die gleichen Gene treten auch bei anderen Autoimmunerkrankungen auf, wie bei der Schuppenflechte, bei der multiplen Sklerose oder bei anderen. Deshalb, es gibt kein Lupus-Gen und deshalb kann man es auch nicht direkt vererben. Gut, das ist ganz interessant. In all meiner Zeit habe ich genau zwei Familien mal betreut, wo der, interessanterweise, da kam immer der Vater mit dem Sohn in die Ambulanz, die hatten das beide. Und eine Familie habe ich kennengelernt, auch in Düsseldorf, da kam immer die Mutter mit der Tochter. Aber da sieht man, das sind jetzt in 15 Jahren oder in fast 20 Jahren, wo ich das mache, sind es genau zwei Fälle, an die ich mich erinnere, wo wirklich mal der Lupus innerhalb einer Familie in zwei Generationen aufgetreten ist. Also da können wir unsere Patientin sehr beruhigen, wenn sie schwanger sind, das ist ja ein wichtiges Thema, Schwangerschaft und Lupus, dass es keine strenge erbliche, kein hohes Risiko gibt für das Kind, dann die gleiche Krankheit zu kriegen. Das ist schon mal sehr beruhigend, glaube ich, für die Frauen, das nochmal so zu hören. Wenn wir schon bei dem Thema Schwangerschaft sind, wie behandeln Sie denn Ihre Patientin in der Schwangerschaft? Dürfen die weiter therapieren? Ist das empfehlenswert, Herr Dr. Iking-Konert? Also das, wie gesagt, ist ein ganz, ganz wichtiges und sehr, sehr eigen zu besprechendes Thema. Und das muss man dann auch wirklich immer mit Therapeut und Patientin gemeinsam besprechen, der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaftsplanung. Und das ist idealerweise ab dem Zeitpunkt, wo die Krankheit für mindestens ein, ich bin sogar der Meinung, immer eher zwei Jahre lang
in voller Remission. Und Remission, das bezeichnen wir immer als das Fehlen sämtlicher Beschwerden plus die Normalisierung oder sagen wir mal zumindest die Fast-Normalisierung gewisser Blutwerte sind. Also wenn wir diesen Zustand erstmal erreicht haben, die Krankheit also ruhig ist, dann können wir mit der Patientin besprechen, dass die Krankheit von der Seite der Behandlung umgestellt wird, dass wir nur noch Medikamente nehmen, die während der Schwangerschaft erlaubt sind. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Patientin die Medikamente, und da reden wir dann besonders von dem sogenannten Antimalariamittel, also dem Hydroxychloroquin, dass diese Medikamente nicht in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft abgesetzt werden, weil wir wissen, wenn die Medikamente in der Schwangerschaft abgesetzt werden, dass die Patientinnen dann gefährdeter sind. Also ganz wichtig, wir müssen Medikamente finden, die für das werdende Kind unschädlich sind, die wir weiterführen können, um die Schübe in der Schwangerschaft zu verhindern. Aber dann ist die gute Nachricht, dass unsere Patientin unter diesen Voraussetzungen ruhige Krankheit mit sicheren Medikamenten und guter Überwachung, dass die meisten Patientinnen ganz gesunde junge Kinder zur Welt bringen können, ohne sich selbst zu gefährden. Das ist also möglich. Und vor 20, 30 Jahren war man da noch gar nicht so der Meinung, da galt man eher als Lupus-Patientin, als kann man nie Kinder kriegen. Und das stimmt nicht. Das ist in vielen Fällen sehr gut möglich. Oder ich würde mal sogar sagen, in fast allen Fällen. Schön. Ja, also das kann ich nur unterstützen, wenn man, es gibt so ein Register in Deutschland, RIKIS heißt das, wo tatsächlich ganz viele Schwangerschaften aus Deutschland bei Rheuma-Patienten im Moment beobachtet werden. Und es sind, glaube ich, jetzt 1.500 Patienten und Schwangerschaften dort schon aufgenommen worden. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann kann man ehrlich gesagt schon sehr gut sehen, dass wenn ein Patient eine geplante Schwangerschaft hat, eine Patientin, eine geplante Schwangerschaft, das heißt, das Rheuma ist gut unter Kontrolle, die Medikamente sind sortiert und alle Risikofaktoren sind vorher abgeklärt. Dann ist eine Schwangerschaft ganz normal möglich mit dem ganz normalen Risiko wie bei allen anderen Schwangerschaften. Die Patienten, die aber schwanger werden, ungeplant, wo das Rheuma nicht so gut unter Kontrolle ist, wo die Medikamente nicht so gut sortiert sind, die haben tatsächlich ein deutlich höheres Risiko, sowohl, dass die Schwangerschaft gar nicht bis zum Ende läuft, oder dass die Kinder früher kommen oder kleiner sind, dass sie mehr Cortison brauchen in der Schwangerschaft, die Patienten. Insofern dieses Geplante, das ist vielleicht ein bisschen unromantisch, mit dem Rheumatologen darüber zu sprechen, aber für den Erfolg der Schwangerschaft ist es ganz, ganz elementar. Schön. Also es ist wirklich wichtig für alle Frauen, da ganz offen mit dem Rheumatologen das zu besprechen und dann stehen die Chancen gut, dass man auch gesunde Kinder auf die Welt bringen kann und dass halt alles engmaschig dann auch kontrolliert wird. Dabei stellt sich aber auch die Frage, Cortison war ein gutes Stichwort. Wie gefährlich ist Cortison, Herr Dr. Aries? Cortison ist toll, aber irgendwie hat es auch ganz schön viele Nebenwirkungen. Man muss immer überlegen, wofür soll es sein? Wenn es um die Akuttherapie geht, wenn jemand gerade ganz neu, frisch und schwer erkrankt ist, dann gibt es kein besseres entzündungshemmendes Medikament als Cortison. Alle neuen Medikamente, die wir haben, alle toll, aber keins ist so effektiv und so schnell. Nach hinten raus ist es aber ganz klar, dass je länger man Cortison nimmt und je höher dosiert man es nimmt, umso mehr Nebenwirkungen macht es. Ganz klar. Und gerade beim Lupus, wo es darum geht, dass wir häufig die Patienten jünger sind und die Krankheit vielleicht eine längere Zeit noch vor sich haben, muss man von Anfang an eigentlich darauf achten, das Cortison einzusparen. Alles, was Herr Ekin-Konert und ich machen, ist eigentlich fast ausschließlich darauf ausgerichtet, so wenig Cortison wie möglich zu nehmen und so früh wie möglich abzusetzen. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir halt auch, dass einige Medikamente halt erstmal 3 Monate brauchen, bis sie anfangen zu wirken. Insofern, wir können nicht rein raus machen und der Rest kommt dann durch das zweite Medikament, sondern wir müssen so fließende Übergänge haben. Und das ist das Wichtige. Man kann sich mal so als Regel nehmen, man sollte nach 12 Wochen, nach Schub, nach Neudiagnose, sollte man generell irgendwie versuchen, mit dem Cortison bei 5 Milligramm anzukommen. Alles andere wäre eigentlich ein Zeichen, dass es nicht gut läuft. Christoph, wie ist das bei euch? Ist das bei euch auch so, dass ihr so einen Maßstab habt, 7,5 bis 5 Milligramm nach 12 Wochen und sonst läuft es irgendwie schief? Ja, genau. Also du sagst es ja richtig, es gibt ja kaum ein Medikament, was gerade beim Lupus so exzellent die Symptome beherrschen kann. Und deswegen brauchen wir das auch in Schüben immer wieder. Aber du sagtest es ja auch, jedes Medikament, das dann kommt, sei es das, ich erwähne jetzt schon mal einfach ein paar, das Azathioprin, das MTX,
das Hydroxychloroquin, also das Antimalariamittel, die sind dafür da, um genau diese Schübe zu verhindern und dadurch zu verhindern, dass wir Cortison einsetzen müssen. Und unser Ziel ist immer kleiner 5 und idealerweise natürlich 0. Und wir schaffen es auch mit einigen Patientinnen auf 0 zu kommen. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, viele Patientinnen brauchen doch so eine ganz kleine Spur Cortison, vielleicht nur für die Gelenkbeschwerden, vielleicht auch für die Belastbarkeit. Viele Patientinnen leiden ja extrem unter der sogenannten Fatigue, also diesem Müdigkeitssyndrom. Und da ist eine Spur Cortison sicherlich sinnvoll. Aber wir müssen diszipliniert sein. Und wir erleben ja auch in Hamburg, wo wirklich die Kollegen ja gut ausgebildet sind und auch die Hausärzte gut gebildet sind, dass in vielen Situationen mit viel zu viel Cortison begonnen wird und auch mit viel zu langen, zu hohen Dosen Cortison gegeben wird. Und daran müssen wir arbeiten. Deswegen sind solche Veranstaltungen hier wichtig und auch Fortbildungen mit Kollegen und Zuweisern, dass man sehr, sehr diszipliniert ist mit der Startdosis. Oft reichen ja für so einen mittelmäßigen Schub 20 Milligramm. Man braucht nicht immer die hohen Dosen zwischen 50 und 100, was regelhaft ja gemacht wird von Kollegen, sondern oft reicht eine niedrige Dosis zum Starten und dann relativ schnell wieder raus und Ziel nochmals immer 0 Milligramm. Wir erreichen es nur leider immer nicht, aber trotzdem ist es immer das Ziel. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was wir denn eigentlich machen, um diese ganzen Nebenwirkungen zu vermeiden. Wir kümmern uns ja eigentlich schon von Anfang an darum, diese Nebenwirkungen früh zu detektieren oder zu vermeiden. Was benutzt ihr für Konzepte dabei? Also die Cortison-Nebenwirkung Nummer eins ist ja am Anfang, gerade bei jungen Menschen, was viele befürchten, ist ja Gewichtszunahme. Das ist ein großes Problem. Da hilft wirklich die Aufklärung und dann auch klar die Disziplinierung über die Ernährung. Das ist ganz, ganz wichtig. Blutdruckentgleisung kann es ja geben. Alle meine Lupus-Patientinnen sind angewiesen oder sind angeregt, ich kann es ja nur anregen, dass sie sich ein Blutdruckmessgerät kaufen und zu Hause ihren Blutdruck selbst monitoren. Ja, und dann eben sagen, Moment mal kurz, der Blutdruck geht nach oben, wir müssen gegensteuern. Eine Langfristnebenwirkung, die wir sehr fürchten, ist ja die Osteoporose, also der Knochenschwund. Das heißt, alle unsere Patientinnen bekommen Vitamin D aufgeschrieben und parallel zur Cortisoneinnahme verordnet. Blutzuckerentgleisungen sind jetzt in den Dosen in dem Alter nicht ganz so häufig. Und die Infektionsgefährdung, also die Gefahr, dass man bakterielle Infektionen kriegt oder auch Virusinfektionen, die besteht vor allen Dingen auch bei höheren Dosen. Und da gibt es die Strategie, mit gewissen Antibiotika eine Prophylaxe zu machen. Das machen wir in ganz besonders schweren Verläufen. Und was uns auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist, wir können immer wieder nur animieren und immer wieder nur sagen, Impfen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für unsere Lupuspatienten. Also Impfen. Impfen, impfen. Das ist wirklich ganz wichtig. Und auch das vermeidet eben Infektionen, auch unter der längerfristigen Cortisontherapie. Habe ich irgendwas vergessen an Nebenwirkungen? Vitamin D vielleicht für den Knochen. Wir versuchen Vitamin D, hatte ich gesagt. Vitamin D. Okay. Kriegt jede Patientin bei uns verschrieben, ja. Wir verschreiben es auch immer. Wir sind sehr großzügig in der Verordnung, ja. Ja, ja. Ja, nicht so, doch. Dürfen Sie ja verordnen. Bei Cortisontherapie über gewissen Grenzen dürfen wir es doch auch verordnen, oder? Absolut, wir auch, ehrlich gesagt. Macht vielen Hoffnung. Herr Ikin-Kunert, Sie sprachen gerade am Anfang noch die Müdigkeit an. Gibt es da denn etwas, was man den Betroffenen mit auf den Weg geben kann, was man gegen diese wirklich leidsame Müdigkeit tun kann? Also das ist wirklich ja mit eins der wesentlichen Themen, die bei unseren Patientinnen die Lebensqualität einschränken. Die beschreiben es ja häufig so, das fühlt sich so an wie so ein dauerhafter Virusinfekt, also ein grippaler Infekt, dass man einfach antriebslos ist, dass man nach sehr, sehr einfachen Beschäftigungen direkt schon wieder müde ist und sich ausruhen muss. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben medikamentös, haben wir sehr, sehr wenig Möglichkeiten, das zu verbessern. Es gibt Patientinnen, wenn die sehr aktiv sind und wir mit Medikamenten, mit Basismedikamenten die Krankheitsaktivität kontrolliert kriegen, dann wird auch dieses Müdigkeitssymptom besser. Es gibt aber auch Patientinnen, da ist die gesamte Krankheit ruhig, also alles ist gut, aber dieses Symptom bleibt bestehen. Was immer wichtig ist, das gilt für alle Symptome, die Patienten haben. Man muss immer links und rechts schauen, ob man nicht noch eine andere Ursache für dieses Symptom übersieht. Also sprich eine Schilddrüsenunterfunktion, ein Eisenmangel, falsche Schlafhygiene, vielleicht ein Schlafapnoe-Syndrom, wo man nachts Sauerstoffmangel hat. Das darf man einfach nicht vergessen. Wenn man das ausgeschlossen hat, dann bleibt häufig nur die Empfehlung, dass man mit Allgemeinmaßnahmen wie Krankengymnastik, Physiotherapie, viel Sport, regelmäßig, wir haben da so einen Katalog mal aufgestellt, was man alles tun kann gegen das Symptom. Aber das ist ganz wichtig, das sind alles nicht medikamentöse Maßnahmen, sondern sind alles begleitende Maßnahmen.
Kann man das bei Ihnen abrufen, die Auflistung? Ja, wir haben da so, genau. Kann ich gerne mal auf Anfrage kann ich es gerne mal versenden, ja. Ja, das wäre ja vielleicht ganz gut. Oder wir stellen es bei uns mit auf die Seite, dass dann das dort halt sonst gelesen werden. Genau. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass am Anfang, wenn die Diagnose gestellt wird, dann haben wir Ärzte immer das Gefühl, dass diese Abgeschlagenheit meistens Teil der Entzündung ist. Also wenn im Körper eine Entzündung ist, dann glauben wir, dann wird da die Energie aufgefressen, die fehlt einem dann für den normalen Alltag. Dann ist die Hoffnung, wenn das Rheuma oder der Lupus gut unter Kontrolle ist, dass dann auch die Abgeschlagenheit weggeht. Dann kennen wir aber Patienten, dass alles besser wurde, Gelenke, Haut, Blutwerte und Herr Konrad und ich sagen, Mensch, jetzt ist doch alles gut. Der Patient sagt, schön, Labor ist schön, aber ich fühle mich immer noch nicht gut. Und das ist also, wir haben einen Teil an Patienten, die haben diese Fatigue, diese Abgeschlagenheit, unabhängig von der akuten Entzündung. Das kann einmal immer noch mit dem Rheuma zusammenhängen. Wir kennen das von den Vaskulitiden, dass obwohl keine Entzündung mehr im Körper ist, dass so eine Abgeschlagenheit da ist. Aber es kann natürlich auch andere Gründe haben. Es kann psychosomatische Gründe haben, es kann Gründe mit der Migräne zu tun haben, hormonelle Schilddrüse, hat der Ekin-Konrad gerade gesagt. Deshalb ist es ganz schwer zu sagen, ob diese Abgeschlagenheit bei diesen Patienten, ob das jetzt alles Rheuma ist oder ob es andere Gründe hat. Deshalb muss man manchmal dann auch ein bisschen abwarten, gucken bei der Therapieumstellung oder auch nochmal weitere Abklärungen beim Hormonarzt zum Beispiel. Sie sprachen jetzt auch nochmal, Herr Ekin-Konrad, wieder das Thema Sonne an oder Vitamin D. Wie ist es denn überhaupt für Lupuspatienten, in die Sonne zu gehen? Dürfen die in die Sonne? Sollten sie die Sonne komplett meiden oder reicht halt auch einfach ein Sonnenschutz aus? Also sehr wichtiger Thema. Eins der Leitsymptome von dem Lupus, und es zählt ja immer noch auch als Kriterium, ist ja die Sonnenempfindlichkeit. Und wir haben wirklich Patientinnen, die sind nach Sonnenexposition, die berichten dann, sie haben so einen ganz schweren Sonnenbrand und diese Patientinnen meiden von sich aus die Sonne, weil sie das für sich schon kennen. Diese sogenannte Photosensibilität, diese Sonnenempfindlichkeit. Es gibt aber Patientinnen, die haben die Symptome nicht und werden es auch nie entwickeln. Und die dürfen meines Erachtens einen ganz natürlichen und gesunden Umgang mit Sonne haben. Was heißt denn Umgang gesund? Das heißt, so wie wir das heute auch alle machen. Wir sind ja heute alle nicht mehr so, dass wir uns stundenlang in die Sonne legen sollten, aufgrund von dem Krebsrisiko der Haut, was das ja durchaus hat. Also insofern, da muss man vorsichtig sein und die Sonne, sage ich mal, ganz gesund nutzen. Ein weiterer Aspekt ist, dass gewisse Medikamente, und dazu zählt leider auch das Benzyl oder gewisse Antibiotika, auch mal in Kombination mit Sonne die Haut schädigen können. Also auch da sollte man vorsichtig sein. Also wie gesagt, im Zweifelsfall ein gesunder Umgang mit Sonne, also ganz natürlicher, aber keine massive Sonnenexposition. Und wenn, dann tatsächlich ein Lichtschutzfaktor. Und die Patienten oder Patientinnen, die bekannte Empfindlichkeit haben, die werden von sich aus sowieso die Sonne meiden. Weil das können sich das ja schon kennen. Ja. Und schwere Sonnenbrände können wirklich auch schwerste Schübe auslösen. Also eine hohe Sonnenexposition sollte man wirklich meiden. Okay, das finde ich ist sehr, sehr wichtig, nochmal das dann auch mitzunehmen. Herr Arias, wie erkenne ich denn, dass meine Erkrankung wieder aktiv ist? Kann man dazu was sagen? Ja, ich glaube, es kann erstmal alles passieren. Herr Ekin-Konrad hatte ganz am Anfang ja das Spektrum genannt von Gelenken, Niere, Haut, Haare, Mundschleimhaut. Alle Symptome können jederzeit auftreten. Es ist nie so, dass alle Symptome gleichzeitig auftreten. Ich glaube, das Wichtige in diesem Zusammenhang ist wichtig für die Patienten zu wissen, dass wenn das Rheuma, der Lupus einmal zur Ruhe gekommen ist, man darf nicht denken, dass es genauso wiederkommt, wie es beim ersten Mal gewesen ist. Nicht der die Gelenkschmerzen am Anfang hatte, wird immer wieder Gelenkschmerzen bekommen, sondern es kann auch ein rotes Auge sein oder ein rotes Ohr oder schäumender Urin. Es kann anders aussehen. Und das ist ja auch das Schwierige, dass man sich bei dieser Krankheit eigentlich auch nicht verlassen kann, dass man nicht sagen kann, naja, dann gucke ich immer nur die Gelenke an und solange die Gelenke gut sind, dann kann ja gar nichts sein. Das ist dieser Wolf im Schafsfeld. Das heißt, dass das sehr unterschiedlich aussehen kann und heute sieht es so aus und morgen sieht es anders aus. Es gibt nicht ein einziges Symptom, was nur durch den Lupus bedingt ist und es gibt kein einziges Symptom, was immer wieder kommt und uns schon sehr früh zeigt, ob es denn jetzt was mit dem Lupus zu tun hat oder nicht. Aber es gibt mir nicht den Freifahrtschein, wenn ich keine Symptome spüre, nicht weiter zu therapieren.
Nein, also erstmal ist es so, selbst wenn man keine Symptome hat, kann man krank sein. Es kann halt unter der Wahrnehmungsschwelle sein. Und wir haben Patienten, die sind total schmerzunempfindlich und die merken nicht, dass die Finger taub werden. Und es gibt Leute, die sind sehr empfindlich, die merken das schon, obwohl da eigentlich gar nichts ist. Also ein breites Spektrum. Medikamente haben ja zwei Aufgaben. Zum einen die akuten Beschwerden zu beseitigen, aber auch zu verhindern, dass die Krankheit wiederkommt. Und gerade das von Herrn Ekin-Konert, Mr. Quensyl können wir jetzt nicht nennen. Also gerade das Quensyl, das Hydroxychloroquin, ist eigentlich dafür da, um leichte Beschwerden heute wegzumachen, aber es ist sehr, sehr effektiv, um zu verhindern, dass die Krankheit in den nächsten Jahren schlimmer weiter sich ausbildet. Das ist eigentlich der Haupteffekt von dem Quensyl, von dem Hydroxychloroquin. Deshalb solche Medikamente einfach absetzen, weil man nichts mehr spürt, ist eigentlich nicht wirklich gut. Christoph, wie macht ihr das? Habt ihr irgendwie nach 100 Tabletten oder nach 10 Jahren, gibt es bei euch irgendwann einen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt wird mal dieses Hydroxychloroquin abgesetzt? Ja, also das kann man schon im späten Verlauf mal gemeinsam entscheiden. Wichtig ist uns ja immer, das betonen wir auch immer, dass die gemeinsame Entscheidung, also die Entscheidung geht idealerweise ja weder vom Patienten alleinig aus noch von uns. Und wenn gewisse Konstellationen, und du sagtest es ja bereits, es gibt ja praktischerweise ganz viele Manifestationen, die sieht oder merkt die Patientin, vor allen Dingen eben Bewegungsapparat, Gelenke, Haut, Schleimhaut, und meldet sich und sagt, die Haut ist entzündeter als vorher. Das ist ja so. Aber die größte Tücke, ich hatte es ja eingangs ja schon gesagt, ist ja die Nierenbeteiligung. Und nochmal, du hattest es richtig erwähnt, die kriegt nicht jeder. Jetzt nicht jeder, der zuhört, muss Angst haben, dass seine Niere irgendwann betroffen ist. Aber diese Beteiligung der Niere, die merkt man ja eben nicht, sondern die merkt man erst, wenn es wirklich ganz weit fortgeschritten ist. Und nach der muss man aktiv im Frühstadium suchen. Und da nutzt neben der eben schon erwähnten Blutdruckmessung, der regelmäßigen, weil auch eine Nierenbeteiligung zeichnet sich durch einen Anstieg des Blutdrucks aus. Ja? Nutzt eben die regelmäßige Urinuntersuchung. Und die regelmäßige Urinuntersuchung auf Eiweiß und Zellbestandteile, die findet entweder beim Rheumatologen oder beim Hausarzt statt. Und es gibt ja auch gewisse Blutwerte, also da ist zu erwähnen das sogenannte Komplement und die Antikörper, vor allem die DNS-Antikörper, die zeigen uns ja auch teilweise schon an im Blut, ohne dass es die Patientin merkt, dass die Krankheit im Blut schon wieder aktiver wird. Und bei diesen Patienten, die ich jetzt gerade beschreibe, mit diesen hohen Werten, da würden wir zum Beispiel das Quensyl nie absetzen. Wenn aber eine Patientin jahrelang diese ganzen Blutwerte normal hat und völlig asymptomatisch ist, dann würde ich mich auch mal trauen, gemeinsam zu entscheiden, Quensyl erst auszuschleichen. Also wir setzen es nie abrupt ab, wir machen es dann ähnlich wie mit Cortison, sondern wir reduzieren es dann mal auf vielleicht eine Tablette jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, und dann machen wir auch mal in diesen Situationen auch mal eine Therapiepause. Aber nochmal, da muss wirklich mindestens 2-3 Jahre Ruhe sein, also klinische Ruhe, und die eben erwähnten Blutwerte müssen normal sein. Sehr spannend. Ich würde gerne noch mal eben ganz kurz den Teilnehmern einen Überblick verschaffen. Wir würden gerne jetzt noch auf das Thema Lifestyle, was kann ich selber tun, eingehen. Und im Anschluss dessen, weil ich sehe, wir haben hier einige Fragen im Chat, die noch auf Antworten warten, würde ich dann gerne auf die Antworten in dem Chat eingehen, dass wir die beantworten. Also bitte denken Sie nicht, dass wir diese Fragen gerade ignorieren. Wir haben hier noch zwei oder ein Thema, was wir gerne noch besprechen möchten. Wobei ich glaube, auch zu dem heutigen Tag, auch obwohl die ganzen Lockerungen anstehen und alle wieder ganz normal draußen leben, sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz auf das Thema Covid-19 eingehen. Das wären von meiner Seite aus jetzt die zwei Punkte, die ich eigentlich gerne noch mit Ihnen, Herr Ekin-Konert und Herr Arias, kurz ansprechen würde. Wollen wir mit Covid-19 anfangen, dass wir einfach nochmal über Erfahrungen sprechen. Haben Sie Erfahrungen mit Lupus-Patienten gemacht? Wie ist der Verlauf gewesen? Vielleicht, Christoph, erzählst du ein bisschen was vom Register und wie viele Lupus-Patienten da drin sind? Also wir haben vor 3 Monaten, als das uns alles anrollte, sage ich mal so, als es in Europa richtig losging, haben wir uns ja alle wirklich Sorgen gemacht, dass Rheuma-Patienten generell und vielleicht sogar Lupus-Patienten im Speziellen ein erhöhtes Risiko haben, sowohl was die Häufigkeit als auch die Schwere der Erkrankung angeht. Und wir sind jetzt nach 3 Monaten oder fast 3 Monaten Beobachtung weltweit eigentlich relativ
relativ beruhigt, dass wir weder mehr Patienten haben als in der normalen Bevölkerung, noch dass die Verläufe schwerer sind. Das gilt jetzt sicherlich nicht vielleicht für ganz schwere und schwerste Verlaufsformen der Erkrankungen, die Nieren- und Herzkrank sind und besondere Medikamente kriegen. Da mag der Verlauf schwerer sein. Aber ich sag mal so, die allgemeine Lupuspatientin, die gut kontrolliert ist und eine mittelpotente, mittelstarke Medikation kriegt, die hat kein erhöhtes Risiko gegenüber der Normalbevölkerung. Und wir haben mal, Herr Arias hat es ja gesagt, wir hatten vor 8 Wochen mal entschieden, dass alle Rheumatologen in ganz Hamburg, die wir so kennen, die Internisten, dass die Fälle melden zentral, natürlich völlig anonym, ohne Namensgebung, dass wir so den Überblick in Hamburg nicht verlieren, was bei uns in Hamburg passiert. Und wir haben jetzt die ersten Zahlen so nach ein paar Wochen und wir haben 1,8 Millionen Einwohner, wir haben in Hamburg fast 5.500 bekannte Patienten mit dieser Erkrankung gemeldet bekommen. Rheumapatienten sind uns in dem Rheumazentrum Hamburg, und da sind über 40 Therapeuten, wir behandeln also Tausende von Patienten, es sind uns bisher 32 Patienten, nur 32 Patienten bekannt mit einer Covid-Erkrankung. Und von diesen 32, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, es waren gerade mal 2 Lupus-Patienten, gell? Und die waren, das ist das Beruhigende, waren alle leicht verlaufen, die waren alle ambulant. Das heißt, die gute Nachricht ist, es scheint tatsächlich keine gehäufte und keine schweren Verläufe zu geben. Ich könnte jetzt auch schon meine Interpretation oder meine Theorie zum Besten geben, warum ich glaube, dass es so ist. Aber vielleicht sagst du was dazu, Herr. Naja, vielleicht nochmal, um eine Relation dazu zu haben. Wenn man weiß, wie viele Rheumapatienten in Hamburg normalerweise sind, dann hätten wir eigentlich im Moment schon ungefähr 150, 160 Rheumapatienten mit Covid-19 haben müssen. Und wir haben faktisch nur 32. Also ich glaube... Also Die uns bekannt sind, gell? Ja. Die uns bekannt sind, aber genau. Ich glaube, es hat 2 Gründe, warum es so gut im Moment aussieht. Ich glaube, unsere Patienten können sich besser verstecken. Unsere Patienten sind, glaube ich, viel vorsichtiger, gehen weniger raus. Und weil es halt hieß, sie gehören zu einer Risikogruppe, sind die viel vorsichtiger gewesen. Und das Zweite, was du gerade angesprochen hast, es gibt ja auch die Arbeitshypothese, dass in dieser zweiten Woche der Corona-Infektion, wo dieses Virus in die Lunge rutscht und zu einer Explosion des Immunsystems führt, dass möglicherweise unsere Rheuma-Medikamente hilfreich sind, um diese Explosion ein bisschen zu deckeln. Wir haben ja mitbekommen, unsere Medikamente deckeln ja ihr Immunsystem, diese überschießende Entzündung von dem Rheuma, von dem Lupus, die deckeln wir mit unseren Medikamenten. Und das ist das, was Herr Eking-Gronert gerade andeutet. Es könnte sein, dass das eigentlich mal auch mal einen Vorteil für unsere Patienten hat, zumindest was diese Explosion angeht. Und da ist jetzt dieses Hydroxychloroquin eigentlich das erste Medikament gewesen und jetzt aktuell 1 von 5 Rheuma-Medikamenten, die im Moment in Studien untersucht werden, um zu gucken, ob vielleicht der Verlauf der Corona-Infektion durch dieses Medikament besser ist. Es gab viele Studien, aber nur so Beobachtungen. Und da war selbst Herr Trump ganz aufgeregt und hat gedacht, das sei Gott gegeben, dass es jetzt dieses Medikament gibt. Aber wenn ich so ehrlich bin und die Studien gesehen habe, Christoph, findest du das schon überzeugend, wie gut das wirkt? Würdest du sagen, deine Patienten sind wegen der Medikation zum Beispiel mit dem Quenzyl schon geschützt? Also nach allem, was wir jetzt wissen, du sagst es ja selber, es begann ja fast ein Hype. Und meines Wissens nimmt Herr Trump es immer noch als Medikament zum Schutz vor dem Virus. Weil er ja gesagt hat, da gibt es ja schöne YouTube-Videos auch zu, kann man mal gleich googeln, weil er ja gehört hat, das sei ein super, wörtlich hat er gesagt, er hätte gehört, das sei ein super Zeug und er nimmt das jetzt mal. Und das ist ja dann so weit gegangen, das haben wir verfolgt und einige der Zuhörerinnen können das ja vielleicht bestätigen, dass wir vor 8 Wochen oder vor 6 Wochen sogar Probleme hatten, dass unsere Patientinnen in der Apotheke Quenzyl, also Hydroxychloroquin, bekommen, weil sich die Bevölkerung damit eingedeckt hat auf Privatrezept in der Annahme, wenn jetzt das Virus kommt, dass das helfen könnte. Da war ein regelrechter Hype. Und du hast es ja schon gesagt, das erste Störfeuer kam dann durch die ersten Studien, zum Beispiel aus Brasilien, aber auch aus Amerika, dass man sogar gesehen hat, dass es einigen Patienten sogar eher schaden kann, vor allen Dingen in höheren Dosen. Und die nächsten Analysen, die dann kamen, haben eigentlich gezeigt, dass es keinen Effekt hat auf den Krankheitsverlauf. Also wir können, glaube ich, an der Stelle festhalten, wir glauben nicht, dass unsere Patientinnen gefährdeter sind durch Krankheit und Medikation.
Es könnte sein, dass sie sogar geschützt sind durch die Medikation. Bewiesen ist das allerdings noch nicht. Also alle, die jetzt zuhören, bitte jetzt nicht ihr Quensyl, wenn es für sie rezeptiert wurde für den Lupus, auch ihren Freunden, Freundinnen und Partner geben, in der Annahme, das hilft, sondern das ist an der Stelle noch nicht zu empfehlen und wirklich kontraproduktiv. Christoph, vielleicht magst du noch mal kurz was dazu sagen, weil jetzt seit dem Wochenende, als so Meldungen gekommen sind, dass Quensyl sogar vielleicht gefährlich sein könnte. Und da haben wir viele Fragen von den Patienten gehabt, ob die denn das Quensyl überhaupt weiternehmen sollen, wenn es jetzt gar nicht hilft, ob es denn vielleicht schadet im Sinne von Herzrhythmusstörung. Ist das was, was bei der Dosierung für unsere Patienten eine Rolle spielt? Nein, ist es nicht. Das ist in den Studien wirklich teilweise bis zu 10-fach in der Dosierung angewendet. Die haben teilweise, wir gehen ja meistens 200 bis 300, manchmal 400 Milligramm am Tag. Und in den Studien wurde bis 4 Gramm gegeben. Und diese hohen Dosen in Kombination mit einem ganz besonderen Antibiotikum, was die noch eingesetzt haben, das hat dann bei Patienten, die, und das dürfen wir nicht vergessen, wir wissen, dass bei dieser Covid-Erkrankung die Patienten sehr, sehr häufig eine Herzbeteiligung, also eine Herzkrankheit haben vom Herzmuskel. Und in dieser Kombination, also hohe Krankheit, Herzmuskelbeteiligung, Quensyl und Antibiotikum, da kam es bei einigen Patienten zu Herzrhythmusstörungen. Das betrifft aber nicht unsere gut laufenden, ansonsten gesunden Patientinnen mit der niedrigen Dosis Quensyl. Frau Renner, vielleicht, Sie haben zwar keinen Lupus, aber vielleicht mögen Sie mal erzählen, denn Sie haben ja auch publik gemacht, dass Sie auch eine Corona-Infektion hatten mit Ihrer chronischen Rheumaerkrankung. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, wie sich das so anfühlt. Also Elkin Konert und ich haben noch kein Corona gehabt. Wir kennen zwar Patienten, aber wir haben es selber noch nicht gespürt. Vielleicht können Sie mal was dazu erzählen. Ja, gerne. Also ich gehörte natürlich auch zu denjenigen, die viel Angst davor hatten, es zu bekommen, weil ich auch dachte, ich gehöre zur Risikogruppe oder man gehört auch zur Risikogruppe. Mein Verlauf war aber wirklich, wirklich harmlos. Also ich wurde ja halt auch vom Rheumatologen täglich begleitet, der mir viel Sicherheit gegeben hat und ja, mich somit halt auch immer jeden Tag wieder beruhigt hat, dass es alles normal ist, der Verlauf. Ich war schon schlapp. Ich war auch anders schlapp als bei einer Grippe, muss ich sagen. Ich war sehr, sehr müde, habe viel geschlafen, hatte aber auch nur einen Tag wirklich hohes Fieber. Danach war wieder alles okay. Und das, was mich persönlich eigentlich am meisten gequält hat, war tatsächlich die wahnsinnig lange Zeit, dass ich keinen Geschmack hatte und wirklich gar keinen Geschmack. Das hat mich sehr gequält, muss ich sagen. Und es gab ja auch zu dem Zeitpunkt oder immer noch nicht richtig Erfahrungswerte, wie lange hält die Geschmackslosigkeit an. Und bei mir ging es dann wirklich fast bis zu 4 Wochen. Und auch nichts riechen zu können. Also das waren schon Symptome, die mich wirklich sehr gequält haben. Aber rein vom gesundheitlichen Verlauf her war ich 3 Wochen zu Hause. Ich fand auch die Quarantäne sehr anstrengend, als es einem dann auch wieder besser ging. Aber um es abzukürzen, dafür, dass ich so viel Angst davor hatte, war es ein sehr harmloser und leichter Verlauf. Und wenn das jetzt halt mein Corona war, bin ich froh, dass es halt so verlaufen ist. Sehr gut, danke. Zu der Thematik, wir haben es noch nicht einmal gesagt, aber dass es nochmal ergänzt wird. Uns ist ganz wichtig, aus dem eben Gesagten bitte zu empfehlen, dass niemand aus Furcht vor dem Virus oder vor schweren Verläufen die Medikation absetzt. Das haben wir leider auch erlebt mal, dass Patienten gesagt haben, ich habe Sorge gehabt, habe die Substanzen abgesetzt, weil das fördert Schübe der Erkrankung. Das wollen wir auf keinen Fall. Also bitte die Medikamente weiternehmen und nicht aus Furcht vor diesen Viruserkrankungen absetzen, ohne Rücksprache. Wir haben jetzt ja vor allen Dingen über Quensyl gesprochen. Das meinst du aber natürlich auch, das gilt auf alle anderen Medikamente wie MTX, Azathioprin, Felzept, ja. Rituximab, Belimumab. Das ist jetzt nicht alleine nur auf das Quensyl bezogen. Genau, ja. Dann lassen Sie uns doch noch abschließend einmal zu dem Thema etwas sagen. Was kann ich für mich selbst tun? Wie kann ich mit meinen Lebensumständen meine Erkrankung positiv beeinflussen? Haben Sie da noch Ratschläge für uns alle Betroffenen? Ich glaube, da gibt es doch ja so einige Dinge wie nicht rauchen, viel Sport treiben, was natürlich halt auch alle Gesunden natürlich betrifft. Aber ich glaube, gerade beim Lupus gibt es noch viele Dinge, die Sie auch den Damen und Herren hier mit auf den Weg geben können. Christoph? Vielleicht Herr Icke, ja. Ja, die wichtigsten 2 Dinge, die haben Sie ja schon erwähnt. Das ist tatsächlich das Einstellen vom Rauchen. So, das ist eine platte Empfehlung, die ganz schwierig umzusetzen ist. Ist mir schon bewusst.
Aber wir wissen tatsächlich, das ist sehr gut untersucht, dass Raucher mit rheumatischen Erkrankungen schwerere Verläufe haben, schlechter auf Therapie ansprechen. Also man tut sich wirklich was Gutes, um Rauchen einzuführen. Das ganze Thema Sport, Physiotherapie, Bewegung, das ist ganz, ganz, ganz relevantes, das häufig zu kurz kommt. Ein großer Themenblock, den man abendfüllend besprechen könnte, ist das Thema Ernährung. Ohne Frage ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung ein ganz wichtiger Baustein. Wir sagen immer ganz kurz, es gibt allerdings auch nicht die Rheuma-Ernährung, die jeder durchführen muss und wo jeder dann eine Heilung erfährt. Das ist sicherlich auch, wäre auch zu einfach. Ich persönlich denke immer, der gesunde Umgang und alle, die jetzt zuhören, die sind ja sehr interessiert. Die interessieren sich für ihre Krankheit, die interessieren sich für sich, die sind geschult. Meines Erachtens, die gut geschulte Patientin, die versteht, was mit der Krankheit passiert, worauf sie achten muss, wenn sie als Ansprechpartner hat, die haben auch bessere Verläufe, weil der Umgang mit der Krankheit, und ich sage zu meinen Patientinnen immer, wir müssen gucken, dass sie mit der Krankheit leben und nicht für die Krankheit, dass die Krankheit Teil ihres Lebens wird, weil sie werden diese Krankheit nicht mehr loswerden. Das ist leider so. Das ist eine nicht heilbare Krankheit, mit der man auch sich auseinandersetzen muss und auch eine gewisse Akzeptanz entwickeln muss. Und die Akzeptanz für diesen Zustand, für diese Krankheit, die ist oft der erste Schritt zu einer Verbesserung von vielen Symptomen. Das ist so. Das ist ein langer Weg und das ist ein Weg, der muss auch manchmal begleitet werden von Psychosomatikern oder Psychologen. Einige können es mit dem Freundeskreis regeln oder mit dem Partner. Aber man braucht für so eine Diagnose und für so eine schwerwiegende Erkrankung häufig ganz, ganz viel Unterstützung neben dem Rheumatologen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was vielleicht beim Internisten manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, weil wir da auch nicht ausreichend ausgebildet sind manchmal. Ja. Aber wirklich, die Hilfe sollten viele Patientinnen auch wirklich mal offen in Anspruch nehmen, wenn sie selber das Bedürfnis haben, dass das ein Thema ist. Ja, das ist wichtig. Also, wir haben jetzt ja, ganz kurz nochmal, wir haben ja so das Spektrum jetzt von gesunder Ernährung und Sport machen, Lifestyle halt sich gesund ernähren. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, viele Patienten haben das Gefühl, sie wollen aber trotzdem irgendwas machen. Und die häufigste Frage dabei ist immer, jemand hätte ihnen gesagt, sie müssten ja ihr Immunsystem irgendwie ein bisschen unterstützen. Also sie müssten jetzt Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um wieder das Immunsystem, was Hecking 100 und Aries mit den Medikamenten unterdrücken, das müssten sie jetzt unterstützen. Dann ist immer die Frage, ist das jetzt kontraproduktiv und gibt es denn überhaupt was und warum wird uns das nicht empfohlen? Was erzählst du solchen Patienten? Tja, ich bin da immer sehr, ich ehrlich gesagt immer sehr skeptisch und immer sehr zurückhaltend. Also ich persönlich empfehle da gar nichts proaktiv. Es gibt natürlich viele Patientinnen, die kommen zu mir und zeigen mir Dinge und sagen, hier habe ich im Internet, habe ich gelesen. Die Dinge sind ja nie wissenschaftlich belegt, dass sie helfen. Also die Ansprüche, die wir an unsere Medikamente haben und die Ansprüche, die auch unsere Patientinnen an unsere Medikamente haben, nämlich ein in einer Studie entwickeltes Medikament mit allen Dingen, die Sicherheit und Wirksamkeit angeben, die haben ja alle diese Produkte nicht. Deswegen, da die allermeisten Produkte ja auch nicht schaden, das muss man ja auch mal sagen, bin ich immer der Meinung und sage, versuchen Sie die Dinge doch mal, aber setzen Sie sich ein klares Ziel, was Sie damit erreichen wollen. Ja, irgendwas muss damit sich verändern und wenn Sie das nach 3 Monaten nicht erreicht haben, hinterfragen Sie, wer von dem Kauf dieses Produktes vor allen Dingen profitiert, ob Sie oder der Hersteller. Und dann stellen Sie es auch bitte wieder ein. Sind Sie dann auch wieder offen zu sagen, nein, es nutzt nicht. Mach es dann immer ganz pragmatisch so. Ich selber habe aber persönlich keine Empfehlung für irgendeine besondere Substanz. Oder ist das bei euch? Habt ihr irgendein Wundermittel? Ja, aber das verraten wir nicht. Also das verraten wir, genau. Veranstaltung dann. Nein, haben wir natürlich nicht. Und so wie du sagst, finde ich das genau richtig. Erstens, wir empfehlen nur Sachen, die bewiesenermaßen helfen. Zweitens, wenn man was dazu nimmt, und das finde ich durchaus okay, dass man als Patient die Sorge hat, man möchte noch was Zusätzliches tun, sich dann so ein Ziel setzen und sagen, wenn nach 8 Wochen das nicht besser ist, dann sind diese 50 Euro pro Woche vielleicht auch nicht so gut investiert. Also wir sprechen heute, es war ja auch eben eine Frage, warum muss ich mein Vitamin D selber bezahlen? Da gibt es viel Diskussion drüber, aber es wird viel, viel mehr Geld für solche Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, muss man ein bisschen die Relation im Kopf behalten. Da ist das Vitamin D sicherlich viel wichtiger und vielleicht davor Frage vorzugreifen, Vitamin D kann der Kassenarzt immer dann aufschreiben, wenn Cortison mit mehr als 5 Milligramm verschrieben wird. Also, oder wer schon eine Osteoporose hat, der kann Vitamin D vom Arzt auf dem Rezept aufgeschrieben bekommen.
Und mir ist immer wichtig, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich halte von diesen Dingen generell nichts. Ich sage nur immer, wir können mit der Schulmedizin tatsächlich ja nicht alle Probleme lösen, mit denen wir konfrontiert werden. Ich sage immer nur, sind Sie bei den Dingen, die Sie kaufen müssen, genauso skeptisch wie den Dingen, die wir Ihnen per Rezept vermitteln wollen. Und stellen Sie genau dieselben Fragen an den Hersteller dieser Produkte und seien Sie einfach wachsam. Ich sage nicht, dass nicht gewisse Dinge mit gewissen Maßnahmen besser werden können. Und wenn es so ist und Sie das Gefühl haben, diese Dinge helfen Ihnen, dann tun Sie die auch ruhig weiter. Ja. Weil Schaden tun wirklich die allermeisten Sachen nicht. Da gibt es zwar auch Ausnahmen, da gibt es die wundersamsten Dinge, die wir schon gesehen haben, aber in der Regel schaden sie nicht. Eine Frage interessiert mich persönlich noch und dann gehen wir in den Chat. Letztes Jahr im Urlaub hatten mein Mann und ich schon das Gefühl, dass wir zu den massiven Außenseitern gehören, wenn wir nicht tätowiert sind. Uns gefällt es auch nicht, das war auch so vor. Wie stehen Sie denn dazu? Tätowierung bei einer Autoimmunerkrankung? Weil, also mein Eindruck ist, es wird immer mehr Tätowierte. Was sagen Sie dazu? Sind wir beide, glaube ich. Achso. Nee, auch gerne, Herr Arias. Christoph, du hast mehr Erfahrung mit Tätowierung. Ja, war mein Gefühl. Ich persönlich bin da leidenschaftslos, bis auf, dass ich die meisten Tätowierungen nicht hübsch finde, aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn die Krankheit ruhig ist und das macht ein vernünftiges Tattoo-Studio mit einem vernünftigen Hygienestandard, wo man sich nicht eine böse Virusinfektion einhandelt und man hat keine massive Hautbeteiligung, wo man eine massive Hautaktivierung befürchten muss, dann habe ich da persönlich auch, würde ich als Therapeut auch nicht sagen, Sie dürfen das nicht. Ja, aber wenn Sie sehr, sehr sonnenempfindlich sind zum Beispiel und Ihre Haut reagiert sehr stark auf Sonne, dann ist auch anzunehmen, dass Sie sehr stark auf eine Tätowierung reagiert, dann würde ich es lieber sein lassen. Aber generell abraten möchte ich jetzt irgendwie auch nicht. Gut. Bin ich flexibel. Okay. Herr Arias, mögen Sie einmal durch den Chat mitgehen und sich gegenseitig da... Genau. Wir gehen mal von unten nach oben. Jetzt hier als letztes grüne Smoothies aus den Ernährungsdocs hätten nachhaltig geholfen. Vielleicht können wir dazu nochmal, wir hatten es eben ja schon angesprochen, ehrlich gesagt, das ist kein Beweis, dass es hilft, weil es Ihnen geholfen hat. Ganz viele Sachen helfen ja einem Patienten, aber ob es wirklich dadurch bedingt ist und nachhaltig, wir müssen nur zusammenfassen, wir wünschen Ihnen, dass es Ihnen geholfen hat, das ist ja auch gut, aber es gibt keinen Beweis dafür und wir empfehlen nur Sachen, die es bewiesen ist. Und dass eine gesunde Ernährung für Sie gut ist, das ist, glaube ich, unbestritten. Christoph, vielleicht die nächste Frage nach oben erstmal. Welche muss ich jetzt nehmen? Egal, geh nach oben. Hallo. Sehen Sie jetzt den Chat? Jetzt kommt nochmal eine Corona-Frage. Die Corona-Fragen haben wir, glaube ich, alle beantwortet. Kommen zwei Corona-Fragen, Covid-Fragen. Okay, gehen wir nochmal weiter. Ja, jetzt kommt wieder eine Frage zu ähnlichen Sachen wie Tattoo, nämlich Microblading der Augenbrauen. Da habe ich genau dieselbe Meinung wie zu der Tätowierung. Da kann ich tatsächlich gar nichts anderes sagen. Das mag eine überschießende Immunreaktion in der Haut geben, wenn man Manipulationen in der Haut macht. Frau Renner, vielleicht nochmal was zu der Aufzeichnung. Mögen Sie nochmal sagen, wo man sich das alles anschauen kann? Ja, wenn die Aufzeichnung heute geklappt hat, ich gehe davon aus, dann können Sie sich das in den nächsten Tagen, wir werden das bei Instagram bekannt geben, auf unserer Seite sich anschauen und wir haben jetzt aktuell auch einen YouTube-Kanal, wo Sie sich unsere Patientenveranstaltung dann auch anschauen können. Geben Sie uns ein paar Tage und dann können Sie sich das alle gerne anschauen. Christoph, magst du noch mal was zu sagen? Wir hatten jetzt viel über Quensyl gesprochen und Baricitinib bei der protektiven Wirkung für die Corona-Infektion. Chris, glaubst du, dass alle Medikamente gleich wirken? Gilt das für alle Lupus-Medikamente oder wird es da wahrscheinlich Unterschiede geben? Du meinst jetzt der protektive Effekt? Oder ja, oder auch die Behandlung der Corona-Infektion? Nein, das sind sicherlich, wenn überhaupt sich ein Medikament durchsetzt zur Behandlung der Corona-Infektion, ich glaube, das wissen wir in den nächsten 8 Wochen anhand der Studien, die ausgewertet werden, dann sind das sicherlich nicht alle. Dann sind das sicherlich Substanzen, die sehr, sehr, sehr stark entzündunghemmend sind und das sind sicherlich nicht alle, nein. Dann hier nochmal eine Frage, ob man denn das Quensyl auch noch nehmen muss, wenn unter Azathioprin das Rheuma oder der Lupus gut eingestellt ist. Dazu kann man sagen, Quensyl wird tatsächlich
immer fortgesetzt. Also ist sicherlich das Medikament, was, wenn es gut vertragen wird, das Letzte ist, was ausgeschlichen wird, wenn keine Nebenwirkungen auftreten. Deshalb bezüglich der Frage, ja, wir würden empfehlen, das Quensyl fortzusetzen, selbst wenn unter Azathioprin alles gut ist. Es wäre dann eher die Frage, ob man nicht nach einer gewissen Zeit anfangen kann, das Azathioprin vielleicht ein bisschen herunterzufahren. Christoph, magst du noch was sagen? Ja? Also zum Cortison ist hier nochmal eine explizite Frage, warum jemand bei 5 Milligramm nicht weiter reduzieren soll. Das muss man mit dem Therapeuten im Einzelnen wirklich mal einfach offen konfrontieren und sagen, ich würde gerne reduzieren. Eigentlich spricht bei guter klinischem Zustand in den allerwenigsten Fällen was dagegen ist, Cortison weiter zu reduzieren. Ganz wichtig bitte, wenn Sie lange 5 Milligramm nehmen, dann müssen Sie auch wirklich ganz langsam reduzieren, weil Ihre Nebennieren, der muss wieder selber erst Cortison produzieren. Wir machen das teilweise so, alle 2 bis 4 Wochen 1 Milligramm, also ganz, ganz, ganz langsam raus. Ja, aber Ziel ist tatsächlich 0 und Sie müssten Ihren Therapeuten fragen, was gegen die Reduktion spricht. Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich ist es nur nie thematisiert worden. Magst du auch nochmal was dazu sagen bei dem Eiweiß im Urin, was es da für Schmerzgrenzen bei euch gibt? Was ist das Maximum, was du tolerieren würdest? Also eigentlich gehört in den Urin des gesunden Menschen gar kein Eiweiß. Insofern muss man selbst geringere Mengen Eiweiß von 200, 300, 400 Milligramm muss man kontrollieren. Hier ist konkret die Frage, wie hoch darf das in der Schwangerschaft sein? Da muss ich passen. Ich glaube, das sind 500 Milligramm in der Schwangerschaft, weil es geht richtig, dass eine Schwangerschaft auch schon mal alleine eine gewisse Proteinurie macht. Aber das müsste ich tatsächlich nachschauen. Und das Entscheidende ist tatsächlich, wenn Eiweiß im Urin auftaucht, das Entscheidende sind die kurzfristigen Kontrollen. Und dann wirklich, wenn Eiweiß im Urin ist, nicht sagen, na gut, mein Kontrollintervall war bisher alle 4 Monate, dabei bleibt es, sondern es ist eine kurzfristige Kontrolle. Wir machen das teilweise binnen 2 bis 4 Wochen nötig, um dann zu gucken, wo ist die Dynamik, ob es weiter ansteigt. Dann gibt es hier noch eine Frage. Wenn es weiter ansteigt, Entschuldigung, dann ist tatsächlich auch eine Nierenbiopsie, also eine feingewebliche Probe der Niere ab einem gewissen Stadium sinnvoll und nicht nur sinnvoll, sondern auch wirklich nötig, um zu gucken, ob die Niere von der Krankheit mitbeteiligt ist. Dann gibt es noch eine Frage, ob wir wissen ja, dass der Lupus auch das zentrale Nervensystem betreffen kann und es geht hier konkret um die Frage, ob solche Symptome wie Halluzinationen und ein Wackeln der Hände, ein Tremor, eine unruhige Hand auch durch den Lupus bedingt sein könnten, ohne dass man das im Kernspin oder auch in dem Nervenwasser sehen kann. Das muss man sagen. Es ist tatsächlich schwer, diese zentralen Nervensystementzündungen nachzuweisen. Es macht es aber sehr unwahrscheinlich, muss man sagen, wenn beides unauffällig ist, sowohl das Kernspin als auch die Nervenwasseruntersuchung. Ich würde nicht sagen, dass man es hundertprozentig ausschließen kann. Im ganz schlimmsten Fall, wenn es ganz furchtbare Symptome sind, dann machen wir ja sogar manchmal Biopsien aus dem Gehirn. Aber ehrlich gesagt, das Bestreben haben wir wirklich sehr selten und das muss dann schon sehr schlimme Symptome sein, die einen nachhaltig beeinträchtigen. Aber es macht es eher unwahrscheinlich, wenn diese Untersuchungen unauffällig sind. Wollen wir vielleicht noch 2 Fragen beantworten, dann haben wir die Stunde voll. Welche Auswirkungen? Die Magen-Darm-Beteiligung, die da drunter kommt. Die Magen-Darm-Beteiligung ist wirklich eine absolute Rarität bei Lupus. Es gibt eine Beteiligung der Leber als Überlappungserkrankung mit einer Leberreaktion, die sieht man im Blut sehr einfach. Aber die Magen-Darm-Beteiligung, da würde ich immer bis zum Beweis des Gegenteils behaupten, das ist was anderes außerhalb der Erkrankung. Da muss man wirklich nochmal gucken, sind es vielleicht die Medikamente, die man nimmt oder sind es andere Dinge. Aber die Beteiligung selber durch die Krankheit ist tatsächlich eine Rarität. Dann wollen wir nochmal auch Worte verlieren zu dem Thema Stress und Autoimmunerkrankungen, inwiefern Stress eventuell diese Krankheit verändern kann. Es ist ja tatsächlich so, wir hatten es vorhin schon genannt, dass manchmal dieser Second Hit, dieser zweite Schlag, irgendein Stress des Immunsystems sein kann. Das kann Mobbing sein, das kann ein Autounfall sein, Todesunfall, irgendwas, was den Körper und das Immunsystem beeinträchtigt. Wir glauben nicht, dass Stress Rheuma oder Lupus machen kann. Keiner bekommt einen Lupus, weil er Stress hat. Aber wenn man die genetische Veranlagung hat und vielleicht irgendwelche abgelaufenen Infektionen hatten, die das Immunsystem ein bisschen durcheinander gebracht haben, dann kann Stress so das letzte i-Tüpfelchen sein, was es dann zum Ausbruch führt. Aber das hätte dann auch vielleicht der Autounfall 2 Wochen vorher oder die Impfung 5 Wochen nachher sein können. Deshalb Stress an sich
macht jetzt keine Autoimmunerkrankung, es macht aber natürlich das Gefühl der Autoimmunerkrankung auch nicht viel besser. Christoph, siehst du das anders mit dem Stress? Ja, ist so. Ist so. Siehst du nicht anders? Nein, sehe ich nicht anders. Gut. Da ist noch mal eine Frage zum Quenzyl. Das ist ganz einfach heutzutage. Wir sagen maximal 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Weil die Frage war ja hier 200 oder 400 und das ist manchmal auch dazwischen. Heute geht man sogar so weit, dass man die Dosis ausrechnet und alterniert in der Woche. Dann gibt man mal 3 Tage 2 und dann nur 3 und dann nur 4 Tage 1. Also, dass man wirklich die Dosis versucht, nicht auf über 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Wir sind ein bisschen entspannter inzwischen, was diese Augennebenwirkung angeht, vor der wir früher sehr viel Sorge hatten. Es ist heutzutage gar nicht mehr nötig, wenn man diese Dosis nicht überschreitet und ansonsten auch gesund, zum Beispiel auch nierengesund ist, dass man jährlich zum Augenarzt geht. Wenn der Augenarzt drauf besteht, bitte, dann findet er Sie wahrscheinlich so nett, dass er Sie einmal im Jahr sehen möchte und mit Ihnen sprechen möchte. Aber die neue Empfehlung ist ein bisschen liberaler. Da reicht eigentlich einmal am Anfang und dann nach 5 Jahren und dann jährlich. Also die ersten 5 Jahre sind wir eigentlich viel entspannter, weil diese Augennebenwirkung eine absolute Rarität ist, vor der wir gar nicht mehr so viel Sorge haben. Ich würde jetzt sagen, hier gehen noch einige Fragen ein und vielleicht haben wir die Möglichkeit, diese Fragen auch bei uns in den Blog noch mit reinzunehmen und da Rede und Antwort zu geben. Wir haben eine Stunde jetzt rum und ich möchte mich recht herzlich bedanken, Herr Dr. Arias und Herr Dr. Ikin-Konert, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier wieder in diesem digitalen Rahmen Rede und Antwort zu stehen und dass Sie uns dieses spannende Thema ermöglicht haben. Den Teilnehmern möchte ich auch meinen Dank aussprechen, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, dass alle hier sehr gut informiert aus dieser Runde rausgehen und wir uns bei der nächsten Veranstaltung bald wiedersehen. Und wie gesagt, die offenen Fragen versuchen wir in unserem Blog dann auch noch für euch zu klären. Bleiben Sie alle gesund und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.